Eine Straße mitten in Ostfriesland, mehrere Kilometer lang und gesäumt von hunderten Ständen, voll mit kleinen und großen Schätzen aus Kellern, Speichern und Spielzimmern. Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Die Rede ist natürlich vom XXL-Flohmarkt in Simonswolde. Das ist, wie man auch so sagt, die Mutter aller Flohmärkte für Ostfriesland. Wir feiern den jetzt zum 33. Mal, diesen Flohmarkt. Und das Besondere ist eben nicht nur, dass er sehr groß ist. Wir erwarten weit über 10.000 Besucher wiederum. Das Besondere ist eigentlich das besondere Flair, was wir hier haben. Und natürlich die unfassbar riesige Auswahl an Dingen, die man braucht oder auch nicht braucht. Egal ob Einräder, Zweiräder, Dreiräder oder Vierräder mit Schneeschieber. Egal ob Gitarre, Schmuck oder Kettensäge, wenn man fleißig sucht, wird man mit Sicherheit an einem der zahllosen Stände fündig. Selbst vor Häusern und Autos machen einige Verkäufer nicht halt. Aber es ist nicht nur ein Flohmarkt, wo natürlich gehandelt wird, das gehört dazu, das ist zentraler Bestandteil, aber das Tolle ist, dass es vom ganzen Dorf eigentlich getragen wird. Die ganzen Einwohner hier freuen sich schon das ganze Jahr darauf. Und diese positive Stimmung spürt man an jeder Ecke. Überall wird geschnackt. Man trifft Nachbarn, Verwandte, alte Freunde oder einfach Menschen, mit denen man ein gutes Geschäft machen möchte. Zum Flohmarkt gehört natürlich, dass man Spaß hat am Handeln. Es wird gefeilscht und das gehört dazu. Ja, und alles Weitere wird sich ergeben. Die Stimmung ist jetzt schon gut und ich denke, dieser 33. Flohmarkt wird sich in die Reihe der anderen einreihen und wir werden morgen alle müde, aber sehr zufrieden, dann den Flohmarkt abschließen können. Bis es soweit ist, werden aber noch tausende Besucher die alte Dorfstraße entlang schlendern. Es werden jede Menge Stände durchstöbert und unzählige Dinge ihren Besitzer wechseln.